Viele Jugendliche sind das ganze Jahr über ehrenamtlich aktiv. Anfang Mai soll dieses Engagement dann einmal gebündelt dargestellt werden. Darüber möchte ich heute mit Lisa Instenberg sprechen. Lisa, ihr als Jugendring unterstützt bereits zum 17. Mal die 48-Stunden-Aktion. Was verbirgt sich konkret hinter der 48-Stunden-Aktion? Zwar ist die 48-Stunden-Aktion eine Aktion, wo Jugendgruppen im ganzen Landkreis aktiv werden und sozusagen ein Projekt ihrer Wahl umsetzen und sozusagen auch einfach gemeinsam etwas bewirken und schaffen für die Kommune und das Gemeinwesen. Das Ganze findet vom 5. bis zum 7. Mai statt. Du hast gerade gesagt, es sind verschiedene Gruppen, aber wer nimmt an dieser Aktion dann teil? Sind das Jugendclubs, Vereine? Wer kann sich daran beteiligen? Genau, es sind einfach verschiedene Jugendgruppen aus dem ganzen Landkreis. Dazu gehören zum Beispiel Jugendclubs, Jugendfeuerwehren, Jugendinitiativen, aber auch Sportvereine und Kirchgemeinden, die können sich melden. Aber auch so lose Gruppen, die sich dann zusammenfinden, zum Beispiel aus Klassenverbänden oder so, die können dann da gerne an der Aktion teilnehmen. Die wenden sich an euch mit konkreten Ideen, die haben, oder gebt ihr Projekte vor? Wie läuft das Ganze dann ab? Das ist sozusagen alles aus deren Ideen und Wünsche sozusagen entwickelt. Genau, also die melden sich dann einfach bei uns an. Wir haben auch auf unserer Homepage so ein Anmeldeformular und dort sagen die einfach sozusagen den Projekttitel und das, was sich dahinter verbirgt, und dann machen die einfach mit. Aber wirklich, die Projekte sind aus den Gruppen heraus entstanden, die Ideen. Ja. Kannst du mir aus den vergangenen Jahren mal ein paar Projekte, die da schon umgesetzt wurden, beschreiben? Also es ist sehr, sehr vielfältig die letzten Jahre gewesen. Es gibt Jugendgruppen, die ganz viel im Rahmen Umwelt- und Naturschutz machen, zum Beispiel Bäume pflanzen oder Nistkästen bauen, Insektenhotels bauen. Aber es gibt auch Jugendgruppen, die zum Beispiel ihre eigenen Räumlichkeiten renovieren und wieder schick machen oder Außengelände streichen oder Bänke also in der Kommune wieder aufhübschen oder Bushäuschen von außen streichen. Genau, es ist sehr, sehr vielfältig und bunt gemischt im ganzen Landkreis. Wir haben jetzt gerade schon gehört, dass viele Jugendliche im Landkreis das ganze Jahr über ehrenamtlich aktiv sind. Warum braucht es die 48-Stunden-Aktion dann? Ja, es ist halt einfach auch wichtig, sozusagen im Rahmen der 48-Stunden-Aktion mal das Ehrenamt der Jugendlichen zu zeigen. Also auch mit den verschiedenen T-Shirts, die wir dann austeilen an die einzelnen Jugendgruppen. Und dann ist das auch von außen einfach sichtbar. Es sind Jugendgruppen, Jugendliche aktiv an dem Wochenende und ehrenamtlich einfach unterwegs in ihrem, ja, in ihrer Kommune. Und das dann einfach auch zeigt, Jugendliche lungern irgendwie nicht nur rum, ne, sondern sind einfach auch aktiv und machen etwas einfach auch in ihrer Freizeit, ohne dafür etwas zum Beispiel zu bekommen, sondern das dann auch nachhaltig einfach nutzbar ist. Wenn ich ein junger Mensch aus dem Landkreis bin, wie kann ich an der 48-Stunden-Aktion teilnehmen? Einfach bei uns anmelden, zum Beispiel bei unserer Homepage, beim Jugendring haben wir ein Anmeldeformular, da kann man sich melden. Das Gleiche ist sozusagen auch bei den anderen beiden Träger der Fall, beim ProJugend und KJV in Freital. Aber es gibt auch Flyer, die wir jetzt dann verteilen werden, darüber kann man sich anmelden oder sonst einfach auch eine E-Mail an uns schicken und dann nehmen wir das auf. Bis zum 26.03. können sich die Jugendgruppen noch anmelden. Dankeschön für die Information zur 48-Stunden-Aktion des Jugendrings Sächsische Schweiz aus Erzgebirge. Gerne.